Hallo und herzlich willkommen zum fünften Türchen. Wir spielen heute Incoherent. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Ich habe mich nicht wirklich gespoilert. Um ehrlich zu sein, habe ich mich gerade spontan dazu entschieden. Sie ist tot, sie ist verdammt nochmal tot. Weil das ursprüngliche Spiel mich sauer gemacht hat und nicht spielbar war. Aber ihr habt nichts verpasst. Es war ein ganz schlechtes Spiel. Oh, hallo. Muss ich das zensieren? Könntest du bitte was anziehen? Ach so, ich muss was anziehen. Das ist ja gut. Interact. Kann ich rennen? Nein. Okay. Ja. Zieh dir mal was an. Jetzt warten wir auf den Anruf. Was für ein Anruf? Bringen kann ich nicht. Oh, das ist nicht gut. Der Therapeut hat noch nicht angerufen. Aber jetzt. Hallo? Dr. Calkins? Ich bin auf dem Weg. Aha. Ich bin auf dem Weg. Ich bin angezogen. Ich habe Schlüssel. Ach so. Er ist im Raum Nummer 16. Gucken wir uns ein bisschen um. Da geht es sogar in die richtige Richtung. Okay. Okay. 15. Hallo? Die sehen ein bisschen gruselig aus. Hallo? danke, dass Sie mich im Hotel besuchen. Ich verstehe, dass das nicht so gewöhnlich ist, aber ich muss wirklich mit Ihnen sprechen. Das sind wir. Ist das eine Statue oder ist das der Arzt? Eine Eule. Oh Gott, nein. Ich bin froh, dass Sie sich so entschieden haben. Wenn man berücksichtigt Ihre Position und die tragischen Umstände, war ich mehr als gewollt, Ihnen zu helfen. Können Sie mir sagen, noch einmal, warum haben Sie sich entschieden, to move aus Ihrem Apartment auszuziehen? And pay a great deal of money for this. Und pay a great deal of money. Heißt das, sie hat das Hotel gekauft oder dass sie ins Hotelzimmer gezogen ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nach allem, was passiert ist mit meiner Schwester, konnte ich nicht hier bleiben. Jede Nacht hatte ich dieselben Albträume über sie und das war eine Tortur für mich. Ich hatte Glück, dass ich etwas Geld von meinem Arbeitgeber bekommen habe. Zumindest zur Zeit. Do not have to report. Zur Zeit muss ich mich nicht darum sorgen, die Miete zu zahlen und dann eine Hotelpizza genießen. Kate, das ist nicht gesund. Ja, eine Hotelpizza ist, glaube ich, auch. Wer ist das? Du musst dich den Problemen direkt stellen. You cannot live in this. Du kannst nicht für immer in diesem Hotel leben. Naja, wenn sie genug Geld hat. Dr. Pater, sie haben über die Albträume gesprochen. Können Sie sie mir beschreiben? Sie sind manchmal sehr real, aber meistens, wenn ich aufwache, endet der Albtraum nicht. Ich habe dieses tiefe Gefühl, eher wie eine Stimme, die mir sagt, die mir sagt, dass ich etwas tun muss. Was sagt denn Ihnen diese Stimme genau? Es ist sehr wichtig, dass Sie es laut sagen.
to ensure that, und um sicherzugehen, dass es nicht real ist. Ja, die Stimmen sagen mir, dass ich jemand umbringen soll. Ja, das ist super. Umbringen? Wen? Sagt die Stimme genau eine Person, einen Namen? Manchmal ist das... vielleicht ist das irgendwie mit dem Suizid ihrer Schwester connected. Kate, ich will, dass sie sich auf das fokussieren. Ich weiß es nicht. Es sagt mir nur, dass ich töten soll. Ich sehe meine Schwester und sie ist surreal, aber da ist etwas komisch an ihr. Irgendwas Düsteres in ihrer Stimme. Kate sagt ihre Schwester ihnen, dass sie jemanden töten sollen. Sehen sie sie? Sehen sie ihre Schwester jetzt in diesem Raum? Die hat doch gesagt... Hallo? Ich dachte, sie hat nur Albträume. Okay. Kate. War das gerade richtig? Das hat doch der Arzt gerade gesagt. Ach so. Ich bin ein bisschen verwirrt. Tut mir leid. Tut mir leid, mein Kopf tut weh, die Medizin hilft mir überhaupt nicht und ich weiß auch nicht, wie ich das hier aus meinem Kopf alles rauskriegen soll. Kate, Sie müssen wach bleiben, immer. Ich werde Ihnen was für die Kopfschmerzen verschreiben. Wir werden uns in 3 Tagen wiedersehen, okay? Wenn es einen Notfall gibt, rufen Sie mich bitte an. Okay. Ich versuche die Meditationstechnik, die Sie mir gesagt haben. Nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Es bedeutet mir mehr, als Sie es vorstellen können. Ich freue mich auf den nächsten Besuch. Was war denn unser Raum? Kann ich auch bei anderen Leuten klopfen? Nee? Okay. Hallo, Gruselmensch. Hallo. Oma? Bist du's? Irgendwo? Irgendwo hier haben wir doch... Wie dich. Aber ich kann nicht zu dir kommen. Schwesterherz. Wir wohnen in 03. Was ist das auf dem Tisch? Das ist aber nicht der Tisch. Ach so, sie redet wirklich vom Tisch. Entschuldigung. Ah, liebe Mrs. Anderson, wir haben viel Text für Sie. Wir hoffen, dass Sie diesen, dass dieser Brief Sie erreicht. Und I want to extend our appreciation for choosing Velvet Vista Hotel for your recent stay. Oh, ich hasse viel Text lesen, ihr wisst das. Unglücklicherweise, also die bedanken sich, dass wir da bei diesem Hotel sind. Come to attention that there is a quiet email. Aber unglücklicherweise gibt es da etwas, was Aufmerksamkeit braucht. Complaints. Wir haben Beschwerden von vielen anderen Gästen bekommen und unser Personal, dass es laute Banging-Geräusche und unpleasant Odor originated. Könnt ihr noch ein paar Wörter da reinbringen, die ich nicht kenne? Also wir haben irgendwie Krach gemacht in unserem Raum, jemand hat sich beschwert. To ensure the comfort and tranquility. Okay, of all our guests, we kindly request that you please adhere to the hotel's noise. Also wir werden an die Hausordnung quasi erinnert. And be mindful of your noise level. Wir sollen unseren Krachlevel ein bisschen runterfahren. If there's a specific issue or concern, wenn es ein gewisses Problem gibt, was unsere Aufmerksamkeit braucht, bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und dass Sie natürlich mit uns bei diesem Problem kooperieren. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ne?
Was, I should put those clothes in. Achso, jetzt ziehen wir uns wieder aus. Achso, diese Clothes. Das Hotel, die gewaschen. Oh, ich bin müde, ich sollte mal schlafen. Ist hier unser Bad? Kann ich das einmal sehen? Locked. Okay, wir schlafen. Knocking? Ich habe kein Knocking gehört. Können die mich nicht mal alleine lassen hier? Warum liegt hier eine Schublade? Wer klopft? Hallo? Was zur Hölle? Ich sollte das schließen. Jumpscare? Ja. Oh. Schwesterherz? Ich hab dich nicht ganz gesehen. F. Use Phone. Das nenne ich mal eine Taschenlampe. Was ist hier los? Wo sind wir? Locked. Locked. Doppelt. Heizkörper. Locked. Willst du nicht mehr sagen, was zur Hölle? Wo bin ich hier? Oh, das sieht doch aus, als könnten wir es nehmen. Nein? Oh, ein langer Text. Did I even... Warum zur Hölle bin ich hier überhaupt hierher gekommen? Dieses Krankenhaus ist verrottet. Ich wünschte, meine Schwester wäre hier. Aber wie gewöhnlich hat sie zu viele Scheißprobleme, mit denen sie selber klarkommen muss. Nicht so wie ich, eine Drogenabhängige, die versucht, frei von all dem zu werden. Also die Clean Level. Sind wir jetzt auf den Spuren unserer Schwester quasi? Jetzt sieht ja alles gleich aus hier. Können wir was zu trinken holen? Nein. Jumpscare? Nein. Da fehlt ein Stück Fußleiste. Da auch. Da auch. Nee. Jumpscare? Nicht doof? Oh. Jeder Tag ist dasselbe. Ich gehe zu diesem Krankenhaus, kriege Medizin, versuche ein besseres Ich zu sein. Ja, was ist der ganze Sinn? Meine Schwester scheißt auf mich sowieso. Vielleicht sterbe ich morgen und sie wird sich überhaupt nicht an mich erinnern. Das ist bestimmt unsere Schwester und wir gehen den Spuren nach. Und jetzt fühlen wir uns schlecht, deswegen. Sind wir hier bei PT oder was? Meine medizinische Geschichte ist sehr kurz. Nichts. Nothing of a broken thing. Alles kaputt. Maybe if my sister is over. Vielleicht, wenn meine Schwester Interesse hat. Vielleicht kann sie dann nochmal ins Telefon gehen und einmal neugierig sein. All I can do is hope for the best. Bullshit phrase. Ich kann nur auf das Beste hoffen, aber ich glaube, sie hat das nicht so ernst. Entschuldigung? Was ist hier los? Achso. Ich habe das durchsucht. Nix. Dann aber hier. Oh.
das bla 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 und Pech und die Jahre alte Patientin Präsenz wahrscheinlich geht es hier um die Schwester und die ist Alkohol und Cannabis abhängig. Studio Boss, then from the panel, Chief complained, I want rehab. I have been Chief complained. Möchte in na, was heißt denn jetzt Rehab hier? Entzug? Und ich habe Drogen genommen. Die allgemeine Geschichte, Umstände. Die Patientin ist Single, so und so viele Jahre alt, eine Frau mit bipolarer Störung, Alkohol- und Drogenmissbrauch. Other Dependence, weiß ich gerade nicht. Was emitted in with Depressionen? Ja, aha, das wusste ich auch mal. Und, oh, die hat auch Stimmen gehört. Telling her to hurt. Die Stimmen haben mir gesagt, sie soll sich selbst verletzen. Oder lesen wir gerade unsere eigene Krankenakte. Gab es vielleicht gar keine Schwester, weil wir hören ja auch Stimmen. She is an outpatient program and wants to change her life. Also, diesmal will sie wirklich ihr Leben verändern. Papers reviewed, discharge summary, discharge instructions, basically. Okay. Was das? Finden sollte? Ich möchte springen, geht aber nicht. Bist der Herd? Hallo. Der Zug lief wohl nicht so gut. Der war vorher nicht an. Ja, doch irgendwas. Wohl nicht. Der Akku ist leer. Was mache ich denn jetzt? Fühlst du es jetzt? Fühlst du die Schuld, du selbstsüchtige Schlampe? Du hast mich zurückgelassen, als ich dich gebraucht habe. Du hast dein Versprechen gegeben. Du hast gesagt, du wirst immer für mich da sein. Geh zurück und beende dies alles. Oh. Hallo. Du siehst eher aus wie eine Schaufensterpuppe. Geh zurück. Okay, ich geh zurück. Locked. Ich geh zurück. Oh. Ach, das war ein Alter. Ist das so passiert? Ist das so gedacht? Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Eieieiei. Ich sollte ihn noch anrufen, wenn irgendwas ist, oder? Das wäre jetzt nicht dein Ernst, oder? Entschuldigung? Ja, aber ist das das Ende? Oh Mann. Ja, das, wenn das jetzt das Ende war, das tut mir leid. Ich dachte, wir könnten das noch irgendwie retten. Ja. Das fühlt sich jetzt falsch an zu sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.